In dieser Aufgabe sollen wir diese Funktion untersuchen und eine interessante Eigenschaft nachweisen. Und zwar, dass die Funktion auf allen Geraden durch den Ursprung ein Minimum im Ursprung besitzt, aber die Funktion selbst als Ganzes gesehen im Ursprung kein Minimum hat. Ja, um das zu beweisen, nehmen wir uns mal irgendeine Richtung, die dann so eine Gerade vorgibt. Die Richtung nenne ich mal nü, das muss irgendein Vektor im R2 sein, darf nicht 0 sein. Wir könnten uns auch auf Einheitsvektoren beschränken, aber da gibt es eigentlich keinen Grund zu. Und dann schauen wir die Funktion gnü an, die definiert ist durch gnü von t ist f von t mal nü. Ja, die Funktion, die durchläuft jetzt gerade die Funktionswerte entlang einer Geraden in Richtung nü. Und wenn ich jetzt einfach mal einsetze, was das ist, dann ist das 2 t Quadrat nü 1 Quadrat minus 3 t hoch 3 nü 1 nü 2 Quadrat plus t hoch 4 nü 2 hoch 4. Und jetzt wollen wir sehen, in t gleich 0 hat diese Funktion g nü ein Minimum. Dazu berechnen wir zunächst die erste Ableitung. Das ist 4t nü 1 Quadrat minus 9t Quadrat nü 1 nü 2 Quadrat plus 4t hoch 3 nü 2 hoch 4. Und das ist gleich 0 für t gleich 0. Kann auch woanders noch 0 sein, aber wir wollen es ja gerade zeigen, in der 0 gibt es ein Minimum. Und das ist hiermit zumindest noch möglich. Und jetzt müssen wir noch die zweite Ableitung uns angucken. Und bestenfalls ist die dann größer als 0 in der 0. Die zweite Ableitung ist 4 mal nü 1 Quadrat minus, naja, eigentlich muss ich es gar nicht bis zum Ende ausrechnen. Das ist gar nicht nötig. Wir können es direkt in der 0 uns anschauen. Was ist in der 0? Ja, dann bekommen wir 4 mal nü 1 Quadrat und die anderen Terme, die ergeben alle eine 0, weil da noch irgendein t übrig bleibt oder ein t Quadrat, was, wenn man t gleich 0 setzt, zu 0 wird. Ja, und das ist zumindest schon mal größer als 0, falls nü 1 ungleich 0 ist. Dann haben wir also ein Minimum in t gleich 0. Was ist, wenn nü 1 gleich 0 ist? Das müssen wir nochmal getrennt angucken, falls nü 1 gleich 0 ist. Was ist dann gnü von t überhaupt? Wenn wir nü 1 gleich 0 setzen hier in der Formel hier oben, dann bleibt doch nur der letzte von den Termen übrig und dann steht da, das ist t hoch 4 mal nü 2 Quadrat. Ja, und das hat aber auf jeden Fall ein lokales Minimum in t gleich 0. Ja, also hier ist natürlich auch ein lokales Minimum gemeint. Jetzt wollen wir zeigen, also wir haben jetzt gezeigt, auf jeder Geraden durch 0 hat die Funktion tatsächlich in 0 ein Minimum. Und jetzt wollen wir zeigen, die Funktion als Ganzes betrachtet hat in 0 aber kein Minimum. Und dafür nehmen wir uns eine Folge von Punkten, die sich dem Ursprung annähern, aber immer kleinere Werte annehmen als am Ursprung. Am Ursprung nimmt die Funktion dann den Wert 0 an. Also wir wollen zeigen, dass 0, 0 kein lokales Minimum ist von f. Ja, was für Werte nehmen wir uns da am besten? Und da bietet es sich an, sowas wie Epsilon Quadrat für x einzusetzen und Epsilon für y. Warum? Ja, einfach darum, weil dann wir überall hier oben Epsilon hoch 4 Terme haben. Und jetzt können wir aber natürlich noch die Vorfaktoren so wählen, wie wir es wollen. Und da wird es sich
als richtig erweisen, wenn wir hier, ups, falscher Stift, wenn wir hier durch Wurzel 2 noch nehmen. Weil dann kommt hier raus, dass es Epsilon hoch 4 minus 3 durch Wurzel 2 mal Epsilon hoch 4 plus Epsilon hoch 4. Also insgesamt 2 minus 3 durch Wurzel 2 mal Epsilon hoch 4. Und dieser Vorfaktor, der ist kleiner als 0. Das heißt, wir haben tatsächlich Funktionswerte an diesen angegebenen Stellen, die kleiner als 0 sind, also kleiner als im Ursprung. Das kann ich auch mal hinschreiben. Kleiner als f von 0, 0. Aber diese Punkte hier, die nähern sich 0, 0 an, wenn Epsilon gegen 0 geht. Ja? Das heißt, in jeder Umgebung des Ursprungs gibt es einen Punkt, an dem der Funktionswert kleiner ist als im Ursprung. Folglich ist der Ursprung kein lokales Minimum der Funktion.